Was kostet das? 69 Cent. Und das Benzin? Hat's da oben bei euch in letzter Zeit mal geregnet? Wo soll da oben denn sein? Ich hab gesehen, Sie kommen aus Dallas. Was geht Sie das denn überhaupt an, wo ich herkomme? Friendo. Ich hab das nicht böse gemeint. Nicht böse gemeint? Ich wollte nur freundlich sein. Wenn Sie das nicht annehmen, dann weiß ich nicht, was ich noch für Sie tun könnte. Und, ist sonst noch was? Keine Ahnung, ist noch was. Stimmt irgendwas nicht? Mit was? Mit irgendwas. Ist das Ihre Frage? Ob irgendwas mit irgendwas nicht stimmt? Und, ist sonst noch was? Das haben Sie mich schon gefragt. Naja, ich muss dann noch langsam schließen. Langsam schließen? Ja, Sir. Um welche Uhrzeit schließen Sie? Jetzt, wir schließen jetzt. Jetzt ist keine Uhrzeit. Um wie viel Uhr schließen Sie? Normalerweise, wenn es dunkel wird. Sie wissen gar nicht, wovon Sie reden, oder? Sir? Ich sagte, Sie wissen gar nicht, wovon Sie reden. Wann gehen Sie immer ins Bett? Sir? Sie sind ein bisschen taub, oder? Ich fragte, wann gehen Sie immer ins Bett? Oh, irgendwie gegen 9:30. Ich würde sagen, ungefähr 9:30. Vielleicht komme ich dann wieder. Warum wollen Sie dann wiederkommen? Dann haben wir geschlossen. Ja, das sagten Sie schon. Also, ich schließe jetzt jedenfalls. Wohnen Sie gleich hier hinten in dem Haus? Ja, da wohne ich. Und Sie wohnen hier schon Ihr ganzes Leben? Das Grundstück hat ursprünglich mal dem Vater meiner Frau gehört. Sie haben eingeheiratet. Wir haben sehr viele Jahre in Temple gewohnt, in Texas. Haben eine Familie gegründet. In Temple. Und sind vor ungefähr 4 Jahren hierher gezogen. Sie haben eingeheiratet. Naja, wenn Sie es so sehen wollen. Nein, ich muss es nicht irgendwie sehen. Es ist ganz einfach so. Was ist das Höchste, das Sie je beim Münzewerfen verloren haben? Sir? Was war Ihr höchster Verlust beim Münzewerfen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kopf oder Zahl? Kopf oder Zahl? Ja. Und um was geht es? Sagen Sie an. Tja, ich muss doch erst mal wissen, warum wir überhaupt spielen. Sie müssen ansagen. Ich kann nicht für Sie ansagen. Das wäre nicht fair. Ich habe nichts gesetzt, worum ich spiele. Oh doch. Sie haben es Ihr ganzes Leben lang gesetzt und es nur nicht gemerkt. Wissen Sie, aus welchem Jahr diese Münze ist? Nein. 1958. Sie brauchte 22 Jahre, um hier zu landen. Und jetzt ist sie hier. Jetzt heißt es Kopf oder Zahl. Und Sie müssen ansagen. Tja, also ich müsste erst wissen, was ich gewinnen kann. Alles. Wie das? Sie können alles gewinnen, sagen Sie an. Na schön. Dann sage ich Kopf. Gute Entscheidung. Nicht in die Tasche stecken. Sir? Nicht einstecken, das ist Ihre Glücksmünze. Wo soll ich sie dann aufbewahren? Überall, außer in der Tasche. Sonst wird sie zwischen all den anderen einfach nur ein Geldstück. Was sie auch ist.